Das ist immer ein schweres Buch. Schlechte Witze. Achso, den Gegner hier rausboxen. Gegnerische Wagen weghauen. Begib dich hinter die gegnerischen Züge, um die Wagen nacheinander von hinten wegzuboxen. Okay, was soll das bringen? Naja. Züge. Das Leben in den vollen Zügen genießen. So. Buhu, unterwegs. Na, weg mit euch. Bam. Karacho. Na, ach so. Mein Kollege ist schon weg. Wurde schon weggeboxt. Huha. Ich darf mich nicht wegboxen lassen. Von hinten, ach so. Wir müssen von hinten treffen lassen. Oh, sagte, nicht von hinten treffen lassen. Die Zeit geht bald vorbei. Na, Peach. Nein, das war Rosalina. Gerade noch hingekriegt, obwohl ich es nicht kapiert habe. Bis zum Ende habe ich es nicht kapiert. Bis kurz vor Ende. Hui, ich schwitze hier aber auch hinter der Kamera. Spannendes Spiel hier. Naja, so spannend nicht. Wir führen immer noch. Geht uns hier nicht an den Kragen. So, würfeln wir mal. So, bitte was Gutes. Na komm, eine 7. Jo, das ist was Gutes. Und Scheiger hat eine 0 gewürfelt oder was? Neuen Schritte. Ah, du tust mir weh mit den Schritten. Müssen wir wieder zurückgehen. Es wird hier wieder nichts. Jo, das krieg ich hin. So einmal rundlaufen. Und drauf auf den Stern. Ich muss diesmal nicht so lange taktieren. Stern. Ja, damit. Dritter Stern. Ja. Scheige kommt her. Deshalb sind wir alle nicht in der Nähe. Ist Team Rosalina wahrscheinlich nah dran. Am nächsten Stern. Aber egal, wir haben 3 Sterne. Team Rosalina nur einen. Kann sie sich nächsten Stern gönnen. Team Buhu in Führung in Runde 7. Scheige kommt zu mir. Holt sich ein Item. Ein goldener Pilz. Ein goldener Turbopilz. Wurf plus 5. Kann man hier brauchen. So, wo ist der nächste Stern? Der nächste Stern ist dort drüben. Okay, das ist ein bisschen Entfernung. Mit dem Turbopilz kommen wir hin. Jo. So, Team Rosalina spielt in Runde 7. Na dann, auf geht's. Und es wird gewürfelt. Und hops. 11. Und 15 und 10. Na, das sieht noch nicht so aus, als würden sie sich einen Stern holen. Team Rosalina ist hier ein bisschen schwächer unterwegs, wie es ausschaut. Daisy holt ein bisschen auf, kommt ein bisschen näher ran an den Stern. Aber gut. Bombs, Bomben. Und ein nächstes Minispiel. Jau. Schlamm schütteln. Naja. Ach so, das Spiel. Kennen wir schon. Müssen wir hier platzieren, wie viele. Wo die meisten Kisten drin sind. Aha. Je stärker die Vibration, desto mehr Eicheln befinden sich in der Kiste. Mhm. Ich muss sortiert werden, oder?
Habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir müssen einfach nur die mit den meisten Eichen. Ne, das ist wenig. Volle Kisten einsammeln. Ja, das sieht gut aus. Nein, das nämlich. Da ist nur eine drin. Nicht zu lange schütteln. Kann man eigentlich dem anderen auch was hinstellen? Nein, kann man leider nicht. Ja, das ist viel. Bring her, bring hin. Nein, da ist nur eine drin. Hier sind viele drin, sehr viele. Na komm. Kann ich nicht auswechseln? Das ist aber Mist. Welche nehme ich denn jetzt hier weg? Ich nehme hier keine mehr weg. Na gut. Oh, ja, das sieht nach 4 aus. 21. Und die nur 6. Naja. Das war eine schwache Leistung von Team Rosalina. Buhu und Tiger gewonnen. Team Buhu gewinnt. Alles klar. Und auf geht's in Runde 8, wenn ich alles täuscht. Die Form von letzter Runde. Runde 8. Übrige Runden 3. Jo, da sieht's richtig aus. Aufgepasst, es sind ja nur noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt es sich doch einen Blick auf die aktuellen Platzierungen zu werfen. Team Buhu ist in Führung. Team Rosalina als Zweiter, aber ganz deutlich. Team Buhu glänzt durch tolles Teamwork und wird schwer zu schlagen sein. Welches Team wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Nein, darfst du nicht. Der Sieg wird an Team Rosalina gehen, bei dem eisernen Willen. Na, das halte ich aber für einen Witz. So, Leute, hierfür erhält Team Rosalina folgende Belohnung. Goldener Turbopilz. Naja, geschenkt. Verlierer Trostpreis. Ja. Wir nähern uns dem Spielende. Und das heißt, die Zahl der Sterne, die man auf einmal bekommen kann, hat sich verdoppelt. Das kann die Partie entscheiden, also gut zusammenhalten. Jo, und kann ich verschlimmert die Felder nochmal? Die bösen, bösen Felder. Naja. Soll man denken, was man will, aber. Die riesen Pechfelder. Naja, ich bin, glaube ich, schon in der letzten Runde, im letzten Feld, in der letzten Partie. Ein Copa. In der letzten Partie draufgetreten auf so ein Feld. Ich glaube, man verliert ein paar Münzchen, aber ja, gut. Turbopilz. Was soll es? So schlimm sind die jetzt nicht. Nicht so wie in Mario Party für den. Oh Mann, minus 2 Münzen. Mario Party für den DS. Für den 3DS. Oder DS, ja, DS war das. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich meine Ach Mann, jetzt bin ich wieder auf denselben Punkt zurück. Oh Mann, da habe ich meine Punkte verschenkt. Naja. Scheiße, mach du mal. 0. Ach du Schande. Da werden wir gefeuert. Feuerwerk. Scheiße, ist immer noch an der Stelle oder was? Autsch. Haben wir jetzt Münzen verloren? 27 Münzen! Minus 27 Münzen, dein Ernst? Achso, haben wir noch genug. Oh nein! Was macht der denn da? Hat kaum Schritte und ich habe meine verschenkt. Das lässt uns aber jetzt blöd dauernd da stehen. Mein Joy-Con ist schuld. Ja, der Joy-Con ist schuld. Genau der. Kein anderer. Habe ich nicht ganz mitbekommen, was da passiert ist. Oh, der Peach-Würfel wird benutzt. Pasch-Bonus. Und die haben so viele Verbündete. Da kriegt die Rosalina jetzt noch Platz 16 hin. Und Daisy und
die holen sich jetzt gleich vier Sterne ab. Das sieht so aus. Oh shit. Achso, können sich nur einen leisten oder was? Na holla. Okay, 2 Sterne. Jetzt holt sich Daisy noch einen. Hoffentlich nur einen. Oder kann sich keinen mehr leisten. Zum Rosanen der Machtdruck. Aber ordentlich jetzt. Holla. Da müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen und nicht wieder ein Spiel verschenken. So, da gibt es ein bisschen Verlust. Wir nähern uns dem Spielende. Nicht genügend Münzen. Oh, wie schade. So, die nächsten Sterne sind wo? 3-2 Sterne steht es noch. Ja, die Bonussterne, die entscheiden dann noch einiges. Das ist eigentlich eine Sache. Die Ende des Ganzen noch versaut. Ach, da stehe ich ja genau richtig. Das ist eigentlich blöd. Also, es hat mir schon einige Male den Sieg versaut. Runterfallroulette. Ich glaube, bei der letzten Party wurde es verkackt. Oha. Aha, verstehe. Das ist ja cool. Und auch genug, dass da genug runterfallen können. So, ich bin Juhu. Auwei, 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 auwei. Dann nur hoffen, dass man schnell wieder runterkommt. Nein! Es ist so nicht geschehen. Schalke halt aus, Waluigi halt aus. Runde 2. Ach du Schande. Ist hier schwarz für die Aktion. Schalke, Waluigi. Schalke, Waluigi. Schalke, Waluigi. Phew. Okay, alle stehen noch. Letzte Runde. Schalke, Waluigi. Schalke, 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 Waluigi, Waluigi, Waluigi. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Das ist ein großes Feld. Schalke, bleib stehen. Aber auch Gumba auch. Ende. Unentschieden. Na. Unentschieden. Na, gibt's doch nicht. Für alle Münzen. Na, supi. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Übrige Runden 2. Runde 9. Na dann, wir nähern uns dem Ende. So, holla. Auf geht's. Da wird gewürfelt. Ups. Da fange ich hier schon mit Spanisch an. Holla. Holla, Amigos. So, muss jetzt mal aufpassen, wo ich mich hinsetze. Ich grüße an dieser Stelle meine spanischen Zuschauer. Auf Instagram habe ich da jemanden. Namen müssen jetzt hier nicht genannt werden. Achso, darunter will ich. Oha. Okay, da kommen wir nicht runter. Achso, dann vorbei. Ach, hier wieder. Das Spiel um den einen Platz hier. Muss wieder taktiert werden. Das geht so nicht. Da unten steht ein Bowser. Ich grüße meine spanischen Freunde, die meinen Let's Play nicht verstehen, das trotzdem gucken. Soll es ja geben. Nein, das ist eins zu viel. Es gibt ja manche, die in Spanien wohnen und trotzdem Deutsch verstehen. Mit einer Person schreibe ich auf Instagram, wollte ich erzählen, auf Englisch. Ganz toll, da mal Erfahrungen zu machen, Kulturen auszutauschen.
Das wird doch wieder nichts. Ich brauche irgendwie ein Feld. Ein Feld muss ich mir irgendwo schenken. Das ist eine zu große Kurve. Nein. Nein. Ja gut, dann halt so. Ist halt kacke, aber muss halt. Man kommt nicht immer auf den Platz. So, Shy Guy hoffentlich. Was haben wir da? Ein versteckter Blockkarte. Mhm. Shy Guy, komm her. Versau es nicht. Puppa mit dazu gewonnen. Achso, hier ist er gelandet. Naja, in der nächsten Runde haben wir es nicht weit. Müssen wir nur hoffen, dass Rosalina nicht hinkommt. Na, die sind Welten noch entfernt. So, niedrige Zahlwürfel, damit wir in der letzten Runde, in der 10. Runde, die Sterne abholen können. 3. 8 und 2. Naja, da habe ich keine Angst. Na komm. Die geht auch noch im Kreis. Hat eh nichts zu verlieren. Daisy. Ja, Minispiel. Letztes Minispiel, wenn ich mich nicht irre. Und das vorletzte. Zutaten, aber zackig. Ach, das hatten wir doch schon mal. Den Burger zu bereiten. Okay, kenne ich schon. Mache ich. So, holen wir mal dem Toad, den Todfressen, ihre Nahrung. So, Schinken willst du? Hol's. So, na komm, bring's. Okay, Shaggy hat Tomaten geholt. Ich hole Salat. Salat. So, hin da. Ein paar Punkte sammeln. Na komm. Die Steuerung ist ein bisschen schlecht. Schinken. Scheige, mach auch mal was. Schinken. Er bringt schon die Tomate. Todfresse, du stehst im Weg. Ach man. Ich hab einen Schinken. Schinken, Schinken, Schinken. Die verdammte Todfresse. Die grüne hier. Ja, scheiße. Ich hole schon mal eine Tomate. Brauchen wir bestimmt gleich wieder. Burgerzutaten. So, Salat, Salat, Salat. Noch sind wir am Vorsprung. Daisy, du stehst im Weg. Daisy, verdammt, den Salat halt schon. 3 zu 2. Puh. Trotzdem gewonnen. Auch wenn es ein schlechtes Spiel war. Und die rennen da im Hintergrund noch. Ja, vorbei. Wir sind sofort als erstes dran. Da kann ich noch ein... Ach, da kriege ich jetzt wahrscheinlich 12 Punkte. Ich muss 12 Schritte machen und habe das wieder dieses Desaster hier im kleinen Feld unten. Na ja, zum Schluss noch ein bisschen taktieren. Items? Ja, kann ich schaden. Oh, ein Block. Jo, gibt sogar ein Item. Naja, braucht man nicht. Ein Stern. Nice. Ein gratis Stern. Na, das ist doch super. Das kann man hier brauchen. 4 zu 2. So, dann kaufe ich mir jetzt noch 2. Dann sind wir oft nicht genug im Vorsprung. Und die Bonussterne. Nicht zu bekommen. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal den normalen Würfel. Der hat mir jetzt was gebracht. 5. Naja, 5 sind schon 8. 1. Weniger Schritte sind hier mehr jetzt. Weniger Schritte sind hier mehr. So, versuche ich mal hier drauf zu kommen. Jo, das sieht gut aus. Einmal im Kreis laufen. So, und dann kaufe ich mir die Sterne. Dich kaufe ich mir, Toilette. So sieht's aus. In der letzten Runde. So, 2 Sterne, wie es ausschaut. Ja, nice. Dann waren das jetzt 6, wenn ich richtig gezählt habe. So, 2 Sterne für Team Buhu. Sterne mal 2. Nice. So muss das. In der letzten Runde.
6:2. Fast ein bisschen unfair, aber gut. So, dann dürfen die nochmal würfeln. Ah, ne, Scheiger holt sich noch was. Oh. Toilette bewegt sich nochmal für die letzte halbe Runde. Oh, das ist aber ziemlich nah an den Prinzessinnen dran. Na. Aber gut. Selbst wenn die jetzt noch 2 Sterne kriegen. Wenn sie jetzt 4 Sterne kriegen würden, was sind das? 2 Sterne, selbst dann sind sie noch. Ich glaube nicht, dass sie 4 Sterne kriegen können, oder? Ist das möglich? Ich hoffe nicht. Okay. Daisy verläuft sich noch. Ich glaube, die hat es hingeschafft. Die hat es mit den Sternen hingekriegt. Aber sie verläuft sich stattdessen. Ja, die hat es hingekriegt. Nee, hat sie nicht ganz. Aber gut. Letztes Minispiel. Jo, steht da sogar. Zum Schluss noch ein Minispiel. Vitaminviereck. Vitamine. Ach so, hatten wir schon. Kennen wir. Die Mühe, damit wir hier noch zum Ende was absahnen. So, Melonen und Bananen. Hier, Schreiger, komm hoch. Sehr nice. Runde 2. So. Das sieht doch gut aus. Nein. Das hier. Hochsteiger. Dritte Runde. Kriegen wir auch noch getoppt. Na. Mit Apfel. Oha, oha, oha. Schreiger macht's schon richtig. Ah, verdammt. Ein Punkt fürs Gegner-Team. Aufpassen. Runde 4. Apfel und... Ja, das da oben, das da oben, das da oben, das da, das da. Schreiger, nice. 3:1 Punkte. Und gewonnen. Team Buhu hat gewonnen. Fertig, zack. So, dann gibt es Bonussterne, die uns auch nicht mehr umhauen können. Und dann hat sich's. Puha. Ja, so eine 1-Stunden-Aufnahme am Stück. Ist schon was. Naja, haut fast hin. Ist jetzt... Ich guck gerade auf die Uhr. Das ist fast 1 Stunde. Alle Runden sind beendet. Dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. Das Abenteuer in der Mine ist beendet. War ganz schön aufregend, nicht wahr? Wer hat's denn nun gewonnen? Ich selbst bin auch schon ganz gespannt. Alle dachten... Also dann... Gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Ich gebe dir übrigens 1 Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Der Minispielbonus, na den haben wir. Der Minispielbonus. Diesen Minispielbonus erhält der Spieler, der die meisten Minispiele gewonnen hat. Naja, eindeutig hier. Passt jedes. Bonus geht an Buhu und Scheigei. Na super, unverschämt viele Sterne. Fußmattenbonus. Der Fußmattenbonus. Dieser Bonus erhält der Spieler, der am häufigsten Stampfover war. Stampfopfer war. Na, Opfer war wohl das andere Team. Jo, Daisy. Und der andere? Achso, nur einer. Trommelwirbel. Na, das, der eine Stern hilft den auch nicht mehr weiter. Aufgrund der herausragenden Zusammenarbeit geht der Sieg an. Team Buhu, wer hätte es gedacht? Team Buhu gewinnt. Ja, nice. Verdient nach dem letzten Verlust. Der letzten 2 Parts. Der letzten, also ja, ihr wisst Bescheid, des letzten Brettes. Glückwunsch. Haben wir es auch mal geschafft. Letzte Runde verloren. Diese Runde gewonnen. Nice. Sieger mit 8 Sternen. 8:3. Naja. Details brauchen wir nicht. Zurück zum Party Plaza. Beenden wir das Ganze. Jo, das war fantastisch. Goldrauschmine geschafft mit goldenem Abzeichen. Jo, im nächsten Part geht es dann wahrscheinlich in die nächste Runde.
Ja, Partnerparty auf dem vitaminreichen Weg. Die vitaminreichen Wege. Könnt ihr euch schon am nächsten Part drauf freuen? Ui, Copa-Familie. Der Fanclub, den ich gegründet habe, hat schon viele neue Mitglieder gewonnen. Alles klar. Unser Fanclub. Na dann, Daumen nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, keine weitere 1-Stunden-Aufnahmesession mit dem Zwergenfest lassen wollt. Ja, Partnerpartys sind dann immer 1 Stunde lang. Ja, jetzt habe ich erstmal 2 Parts vorproduziert. Ja. Habt dann einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part wieder von Super Mario Party oder im nächsten Video auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao, ciao, sagte ich. Ciao, ciao.